Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich mit euch über ein paar Vokabeln zum Thema Garten sprechen. Der Sommer ist da, die Sonne scheint und viele von euch sind wahrscheinlich im Garten und möchten wissen, wie man denn die einzelnen Wörter auf Deutsch verwendet. Und dazu diese Episode. So, und das erste Wort, das ich für euch habe, ist der Rasen. Der Rasen ist the lawn. Zum Beispiel, mein Nachbar hat einen sehr gepflegten und grünen Rasen. Gepflegt ist sowas wie tidy, neat, taken care of. Ja, mein Nachbar hat einen sehr gepflegten und grünen Rasen. Der Rasen, the lawn. Oder wir haben den Rasen gemäht, damit er ordentlich aussieht. Wir haben den Rasen gemäht, damit er ordentlich aussieht. Ordentlich ist vielleicht so ein typisch deutsches Wort. Orderly, neat, tidy. Wir haben den Rasen gemäht. Gemäht ist mowed. So we mowed the grass, we mowed the lawn, so that it looks orderly. Das nächste Wort ist der Strauch oder die Sträucher. Der Strauch oder die Sträucher. Sträucher ist shrubs. Zum Beispiel, die Sträucher vor unserem Haus bieten viel Privatsphäre. Die Sträucher vor unserem Haus bieten viel Privatsphäre. Privatsphäre ist the private sphere, so something like privacy. So the shrubs in front of our house, they offer a lot of privacy. Oder ich möchte einige blühende Sträucher in meinem Garten haben. Ich möchte einige blühende, blossoming, Sträucher in meinem Garten haben. Nummer 3 ist der Gemüsegarten. Der Gemüsegarten ist so meistens so ein kleiner Bereich, wo Leute Tomaten, Karotten und so weiter anbauen. Zum Beispiel, in meinem Gemüsegarten wachsen Tomaten, Karotten und Paprika. Paprika auf Deutsch ist nicht das englische Paprika, sondern Peppers. Ja, also die sowas wie Chili, nur eben süß, also nicht scharf. Paprika. Oder wir ernten regelmäßig frisches Gemüse aus unserem Garten. Wir ernten regelmäßig frisches Gemüse aus unserem Garten. Ernten ist to harvest. Regelmäßig, regularly und dann der Rest, würde ich sagen, ist klar. Dann habe ich der Kompost. Der Kompost, wie im Englischen the compost, zum Beispiel, ich verwende Kompost, um meine Pflanzen zu düngen. Ich verwende Kompost, um meine Pflanzen zu düngen. Düngen ist sowas wie to manure, to fertilize. Oder wir sammeln Küchenabfälle für unseren Komposthaufen. Wir sammeln Küchenabfälle für unseren Komposthaufen. Komposthaufen is like a little hill, like a little mountain of compost. Der Haufen. Nummer 5 ist Gartengeräte. Gartengeräte ist the gardening tools, also das Gerät, the tool. Ich benutze eine Gartenschere, um meine Pflanzen zu schneiden. Ich benutze eine Gartenschere, also das ist das Gartengerät, um meine Pflanzen zu schneiden. Oder mit der Hake entferne ich Unkraut aus meinem Garten. Mit der Hake entferne ich Unkraut aus meinem Garten. Hake ist sowas wie eine große Gabel. I don't know, how do you say that in English? The thing that you're basically fork your garden with. Die Hake. Und dann das Unkraut ist the weeds, also das Zeug, was die Nährstoffe von deinen Pflanzen wegnehmen. Das Unkraut, the weeds. Nummer 6 ist Gartenzäune, also die Gartenzäune, der Gartenzaun im Singular. Der Zaun ist the fence. Zum Beispiel, wir haben einen weißen Holzzaun um unseren Garten. Oder um unseren Garten herum. Wir haben einen weißen Holzzaun um unseren Garten herum. Holzzaun ist the wood fence. Oder ein Gartentor ermöglicht den Zugang zu unserem Garten. Okay, hier ist jetzt das Wort Gartenzaun nicht drin, aber das Gartentor ist the gate. Und Zugang ist the access. So it makes the access to our garden possible, the gardening gate. Nummer 7, das Bewässerungssystem.
das Bewässerungssystem, the Irrigation System. Ich habe ein automatisches Bewässerungssystem installiert, um meine Pflanzen zu gießen. Ich habe ein automatisches Bewässerungssystem installiert, um meine Pflanzen zu gießen. Gießen ist to pour, also ich gieße den Tee in meine Tasse. Aber in dem Fall Pflanzen gießen bedeutet to water plants. Also Pflanzen gießen ist nicht to pour plants, sondern to water plants. Oder das Bewässerungssystem sorgt dafür, dass meine Pflanzen auch während meiner Abwesenheit ausreichend Wasser bekommen. Das Bewässerungssystem sorgt dafür, dass meine Pflanzen auch während meiner Abwesenheit ausreichend Wasser bekommen. Das nächste Wort ist auch ein interessantes Wort, und zwar die Kräuter. Die Kräuter, the herbs. Zum Beispiel, ich habe einen Kräutergarten mit Basilikum, Petersilie und Minze. Ich habe einen Kräutergarten mit Basilikum, Petersilie und Minze. Basilikum ist Basil, Petersilie ist Parsley und Minze ist Mint. Ein anderes Beispiel, frische Kräuter verleihen meinen Gerichten einen besonderen Geschmack. Frische Kräuter verleihen meinen Gerichten einen besonderen Geschmack. Das Wort verleihen hier ist to lend out, to borrow out. It lends out the taste. Also der Geschmack ist the taste und das Gericht ist the meal, the dish. Also means the court, but in this case, the dish, the meal. So it lends out, it gives my meals a special taste. Es verleiht meinen Gerichten einen besonderen Geschmack. Das nächste Wort ist der Topf bzw. die Pflanzentöpfe. Die Pflanzentöpfe, the plant pots. Zum Beispiel, meine Zimmerpflanzen stehen in hübschen Pflanzentöpfen auf dem Fensterbrett. Meine Zimmerpflanzen stehen in hübschen Pflanzentöpfen auf dem Fensterbrett. Ja, ich würde sagen, das einzige Wort, was hier vielleicht kompliziert ist, ist das Fensterbrett. Das Fensterbrett ist hier so dieses Stück, ja, meistens ist das aus Holz, also like a plank that is inside or outside of your window where you can put your plant pots on. Das Fensterbrett. Und dann habe ich diesen Satz. Ich habe mir neue Blumentöpfe gekauft, um meine Balkonpflanzen zu verschönern. Ich habe mir neue Blumentöpfe gekauft, um meine Balkonpflanzen zu verschönern. Verschönern, also das Wort schön, bedeutet ja nice, or beautiful. Und dann verschönern bedeutet to make more nice, to make more beautiful. What an interesting word, verschönern. To make something more beautiful, to make something more nice. Nummer 10 ist dann die Gartenarbeit. Natürlich gibt es auch in Deutschland das Wort Arbeit im Garten. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch wenn du in den Garten gehst, musst du arbeiten. Die Gartenarbeit, the gardening work or just the gardening. Zum Beispiel, Gartenarbeit entspannt mich und bringt mich der Natur näher. Gartenarbeit entspannt mich und bringt mich der Natur näher. Relaxes me and brings me closer to nature. Oder ich verbringe jedes Wochenende mit Gartenarbeit und genieße es. Ich verbringe jedes Wochenende mit Gartenarbeit und genieße es. Das Wochenende verbringen, also Zeit verbringen, ist to spend time. Wir sagen nicht Zeit spenden. Spenden bedeutet to donate, also Geld spenden, to donate money. Aber Zeit verbringen ist to spend time. So, ich verbringe jedes Wochenende mit Gartenarbeit und genieße es. Genießen, to enjoy. Und zwei Vokabeln habe ich noch für dich. Und zwar zum einen die Insekten. Die Insekten, zum Beispiel Bienen und Schmetterlinge, also Insekten, besuchen meinen Garten, um Nektar zu sammeln. Bienen und Schmetterlinge besuchen meinen Garten, um Nektar zu sammeln. Zu sammeln, also sammeln ist to collect. Und Nektar, keine Ahnung, wie man auf Englisch sagt, das ist also das, was die Bienen sammeln, der Nektar. Oder ich schütze meine Pflanzen vor schädlichen Insekten mit natürlichen Insektiziden. Ich schütze meine Pflanzen vor schädlichen Insekten mit natürlichen Insektiziden. Schützen ist to protect und schädlich
Das Wort Schaden bedeutet Damage und schädlich ist dann Damaging. Und dann die Präposition vor ist dann sowas wie from. Ja, I protect my plants from damaging insects with natural insecticides. Und das letzte Wort ist dann der Gartenteich. Der Gartenteich, der Teich, the pond. Und dann gibt es natürlich auch einen Teich im Garten. In meinem Garten habe ich einen kleinen Gartenteich mit Goldfischen. In meinem Garten habe ich einen kleinen Gartenteich mit Goldfischen. Der Satz ist, würde ich sagen, sehr simpel. Jeder versteht diesen Satz. Goldfisch ist Goldfisch und die restlichen Vokabeln sind ziemlich einfach, würde ich sagen. Und dann der letzte Satz. Der Gartenteich zieht Vögel an, die darin baden und trinken. Der Gartenteich zieht Vögel an, die darin baden und trinken. Anziehen ist to pull on, also ich kann ja Kleidung anziehen, to put on clothes, oder ich kann attract, in dem Fall to attract birds, to pull on birds. Wenn man darüber nachdenkt, ist das ein unglaublich interessantes Wort. Also to pull on bedeutet nicht nur Kleidung anziehen, sondern auch to attract, in dem Fall birds. Die darin baden, which bathe in it and drink. So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Vielleicht möchtest du jetzt ein bisschen in den Garten gehen und gärtnern oder Gartenarbeit machen. Wenn du mehr Deutsch mit mir lernen möchtest, dann kannst du das mit meinem 10-Wochen-Programm. Das findest du auf meiner Webseite expertlygerman.com oder auch einfach in den Shownotes. Tschüss und bis bald.